Telefonat, ich schwöre, ich glaube wirklich, dass das das schlimmste Telefonat war, was ich jemals in meinem Leben geführt habe. Also ich will so, ich kann so vieles privat auch so, ne, aber ich kann euch sagen, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war währenddessen bei JBL und Willi hat mich angerufen, dreimal, und es war relativ früh. Ich wusste, er ist nicht live. Bei den ersten beiden Malen, beim ersten Mal bin ich nicht rangegangen, weil ich nicht konnte in dem Moment. Beim zweiten Mal habe ich das nicht mitbekommen und beim dritten Mal, das war hintereinander, dann wusste ich schon, okay, da ist irgendwas, irgendwas ist passiert. Und dann bin ich kurz rausgegangen aus diesen, ich hatte ja so Shootings und dann bin ich kurz rausgegangen und bin halt rangegangen, weil ich wusste erst nicht live, es ist irgendwas Wichtiges. Ich dachte irgendwas wegen LA oder sowas und es war einfach, ich habe Willi noch nie so erlebt. Ich habe ihn noch nie so erlebt, logischerweise. Er hat da wirklich, ja, er war komplett...